Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Arsch. Wir wollen den Kollegen ein bisschen auf Kurs bringen. Der soll also fett Nummer 36, der aktuell noch gepresst wird. Und dann werden wir gleich die Felder 24 und 25 mähen lassen. Und zwar zu Heu. So. X. Dann müssen wir hier ganz kurz gucken, dass wir auf Modus Streiken Z. Ups, hier Mikrofon. Rechts, weiter Flagge. Ups. Mikrofon pop up. Ding heißt. So. Dann kurz Generierung. Feld 24, Vorgewende machen wir ruhig 2. Na, 2 reichen. Ein Kurs. 9 Meter. Das ist in dem Fall egal, wir mähen ja so alles. Lass trocknen und dann entsprechend nächsten Tag schwatten und dann zum Hof fahren mit gepressten Ballen. So. Passenden ersten Wegpunkt bitte, ja? So. Natürlich habe ich den verkehrt mitgekriegt. Ich muss natürlich da fahren, wo es gerade gemäht wurde, sonst haben wir uns das Gras kaputt. Dann fahren wir Richtung Feld Nummer 25 und machen das gleiche dort auch. Lassen wir mähen. Ja, haben sich kein Problem, da fahren wir selber rüber. Dass die da das fertig haben mit Ballen pressen, das dauert noch ein bisschen. Ja, Folge Nummer 3 heute, ne? Das geht jetzt ziemlich voran. Und alles schön Mittwoch. Ja, da muss ich aufpassen. Der Kettelkopf ist umgekehrt, das ist nicht am Samstag. Und hier endlich am Sonntag. Am meisten vergesse ich im Eifer des Gefechts auch noch schön Sonntag zu wünschen. Obwohl ich es eigentlich machen möchte, hab's nicht vergessen. Ne? Oder so einen Ballen drin. Da bin ich ein bisschen schusselig. Im Eifer des Gefechts geht los, zack, zack. Und dann bin ich da ganz schnell. So, hab's halt vergessen. Ne? Aber das ist keine böse Absicht. Das ist bei mir normal, ich habe immer wieder was vergessen. So, angekommen. Muss ich hier mal kurz den Alten versuchen. Und mal gucken. Lange Finger. Und auf 1. Ablage streng Z. Ich will es nicht. Links, rechts, Beinablage. So, Kursgenerierung. Ein Fahrzeug, 9 Meter. Soll eigentlich jetzt 10 Meter sein, aber gut, ich mache mal 9, ist egal. Vollbahn, fällt nur 25, kurz generieren. Hier ein bisschen mehr mähen als zu wenig. Einstellen. Hier wird mir alles heu gemacht. Die Quader holen, ne? Zettel brauche ich nicht, das bei 40 Grad, denke ich mal, das kommt so schnell. 39 Grad, Entschuldigung, 39. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Luftfeuchtigkeit haben wir garantiert extrem gut. Vielleicht mal gelegen gucken bei Tiere. Also, Schweinestall. Da muss morgen was gemacht werden, ne? Also, oder heute Abend. Mähkoch. Ja.
da ist kein Wasserpumpe da, da auch nicht. Aber halt für Milch, nee, für Milch habe ich 3,9. Gülle 9. Mist, habe ich so viel. Gülle. So viel Arbeit. Ich war ein Ballen. Dann holen wir mal raus. Jetzt vergesse ich nicht mehr. Ich meine, das ist nur ein Ballen, aber wie gesagt, gut, bei mir ist das glaube ich nicht so tragisch, aber im Allgemeinen ist das vom Spiel her eine Belastung, wenn zu viel Ballen rumliegen würden, ne? Oh, naja, gut, bei mir nicht. Aber wer einen schwachen Rechner hat und übertreibt es mit Ballen, dann ist es ungünstig. So, wir vereinsammeln, ne? Ja, fleißig gewesen, die Bruder hier. Jo. Jo, heute ist Gras und morgen Tag 4. Jo, könnte man bald ein paar Bäume dran glauben, ne? Theoretisch. Ich brauche ein paar für Sägewehr. Zuckerölfabrik arbeitet auch. Da muss ich mal gucken. Da ist ein Kurs. Da muss ich noch irgendwie so gucken. Da passt ganz gut. Gerade so ein. So, wo steht der rum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Beim Bahnhof nicht. Beim Zellschiff hat er mehr besucht. Ich habe dir immer Wasser von hier geholt, also holen lassen. Also müsste hier irgendwo rumstehen. Wenn wir Glück haben. Wenn nicht, haben wir Krähen. Hier ist er nicht. Steht er aktuell nicht, dann machen wir durch Netze. Gibt das hier nicht. Geht gar nichts. Ich kriege gar nichts. Das hat mir nicht. Gehen geht, aber das hier will uns jetzt CS bringen. Jetzt hier geht auch nicht. Ich dann da wieder gemacht. Muss ich mir einen Traktor suchen, und einsteigen kann, um da rauszukommen. Mal zum Hof laufen. Oder hier. Das gibt's gar nicht. Das geht auch. Das ist doch komisch. Steuerung. Versuchen wir hier einzusteigen im Drescher. Geht auch nicht. Doch. Das ist ein Ding. Bestimmt mit den Ballen zusammenhängt, wie ich es jetzt gemacht habe. So. Ist mein LKW? Da hinten. Ich wollte eh durchzwitschen, ne? Wegen. Da haben wir es doch wieder. Alt 0. Auch 3. So. Wir werden mal hier mal den Modus einstellen. Beladen, Wasser, abladen. Da gehen wir auf Zeug setzen.
anwenden. Wasser. Der macht nicht ganz, was er soll. Zuckerrüben. Da fahre ich noch mit. Das will ich rausfinden. Der verkehrt macht. Warum er ohne Wasser ankommt. Ist ja nicht die Sinn und Zweck dabei, ne? Wir wollen ja, dass wir Wasser gut genug haben. Weil ich könnte aus der Not wieder an von dicken Stellen so ein Bottich, kann man sagen, ne? Wasser holen und dann einen kurzen Kreis. Ah, Hauptweg auch schon. Aber ja, ist trocken, ist sehr, sehr heiß. Erreichung ist gutes bei, glaube ich. Aber das Problem habe ich jetzt überall, mehr oder weniger, dass er das auch recht muss nicht richtig macht. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas läuft verkehrt. Zum Beispiel, dass er beim er fährt zwar zum Silo, lädt ab, aber er fährt nicht weiter. Er fährt nicht mehr zurück zum Feld alleine. Und das verstehe ich persönlich nicht. Sobald eine Änderung gekommen ist, obwohl ich jetzt die Version ein bisschen länger habe, die Version 1.1.05 RS6. So. Vielleicht ist da sicher ein Fehler eingestrichen. Bei mir vielleicht irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich kann mal prüfen, ob der jetzt Wasser auflädt. Als erstes. Es könnte am Traktor liegen, ne? So wie an diesem Traktorprinzip keine Klappen aufgehen für Düngerfahrzeuge. Durch keine Reifen, das ist typisch. Gerade keine Zeit. Gerade hier so ein Ball oder eine Leitplanke. Mein Leitplan kann sein, dass vielleicht irgendwann sich befreit. Aber da gucken wir gleich mal. Denn hier ist ja Beladen und Abladen vom Fahrer zum Aufladepunkt. Ja. Paletten werden hier auch knapp, dann muss ich dringend Holz machen. Also es kommt garantiert nächsten Tag und sie mal einen Wald. Dann muss ich meinen eigenen Wald noch kaufen. Kleines Waldstück. Viel Wald habe ich ja nicht. Na, auf geht auf jeden Fall. Gut, er nimmt auf. Passt. Der holt Zuckerrüben. Und der hat sich festgefahren. Wenn das, will der nicht. Ach, unser schöner Zaun. Das erkennen die nicht automatisch. Ich drei Vorgewände fahren müssen. Ne? Gut. Geklappt. So. Dann mal gucken. LKW. Der LKW ist in der Ecke. Müssen wir ein paar Fahrzeuge verkaufen. Ne, da gab es früher Gaben von Kaukasus, so eine schöne Funktion. Da hat man die Fahrzeuge in die Halle reingefahren. Das Tor zugemacht. Und dann waren die Fahrzeuge von der Funktion ausgenommen. Also
man konnte da nicht rein switchen. Man musste die Halle jetzt aufmachen und dann konnte man einsteigen. Und wenn die Tür auf war, konnte man da entsprechend dann auch rein switchen. Also, gute Funktion. Ne? Und vor allem war das so, dass sie in der Halle dann nicht wartungsbedürftig waren. Ne? Nette Funktion, Kosteneinsparung. Ne? Obwohl Fahrzeuge, die stehen, auch kaputt gehen, ne? Normalerweise. Wenn die vorher nicht entsprechend gewaschen und gewartet sind und trocken sind, dann rosten die auch dahin. Ne? So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Jetzt einmal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Ja, Rest Ballen sammeln. Irgendwann auch noch hoffentlich mal mit Heu kriegen und vielleicht nochmal Zetter mal sehen. Können wir einfach machen, ne? Und dann jo. In naher Zukunft dann nochmal Holz, aber das die Woche glaube ich eher nicht. Weil ich erstmal die ganzen Arbeiten abschließen, weil das Gras das hier zumindest soll gepresst sein. Dann können wir auch schneller gehen. Dann können wir auch gerne Heu den Rest an das Heu nehmen. So, tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier wie gesagt weiter mit Ballenfressen. Tschüss.